ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr ein Mensch baut aus Kastanien. Ihr braucht zwei Füße, am besten flache, dass die gut stehen. Eine große Kugel für den Bauch und eine kleine Kugel für den Kopf. Ihr braucht 5 Zahnstocher zum Befestigen, das Zusammenhalten und ein Handbohrer, das ihr bohren könnt. Und ich fange an. Ihr müsst auch gucken, dass ihr oben, dass der Kopf auch gerade ist und auch gut drin ist, dass der nicht zu kurz lang ist, der Hals. Ich gucke. Und dann bohre ich, wo ich es drauf gemacht habe, ein. Dann steckt ihr das rein und dann tut ihr am besten dahin, wo das ist. Dann macht ihr tut ihr es drauf und dann bohrt ihr wieder ein Loch. Steckt es drauf. Dann guckt ihr, wo ihr eure Hände hin haben wollt. Dann bohrt ihr und tut den Zahnstocher reinstecken. Dann nehmt ihr euch noch ein und guckt wieder. Dann bohrt ihr ein Loch. Dann tut ihr die Hand wieder rein. Dann müsst ihr gucken, dass eure Füße gut sind. Dann bohrt ihr wieder ein Loch rein. In, zieht ihn raus, steckt ihr euer Zahnstocher. Dann macht das Gleiche an dem anderen Fuß. Und steckt den alten Zahnstocher rein. Dann müsst ihr gucken und bohren. Bei den Füßen. Und so, dass die runde Kugel, also dass das flache unten ist und den Bogen oben. Dann müsst ihr es drauf. Guckt wieder. Bohrt ein Loch. Tut den Zahnstocher rein. Bei mir ist das jetzt ein bisschen schief. Kann ich so gut stellen. Macht aber nichts. Und dann habt ihr euer Männchen. Tschüss, ihr Lieben.